Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und heute geht es nochmal um ein Update zu Icke Hüftgold. Es gibt quasi stündlich neue Ereignisse zu dem Thema und das werde ich hier natürlich alles mit euch aufarbeiten. Ich bleibe natürlich auch künftig dran, also es lohnt sich auf jeden Fall hier auch auf dem Kanal dran zu bleiben. Und ich möchte euch auch nochmal kurz in Kenntnis setzen, ich habe Icke Hüftgold wegen der Spende aus dem ersten Video, da wollte ich ja die Einnahmen von dem Video auch an ihn weiterleiten und an die Kinder dann geben. Das steht auch nach wie vor, ich habe ihn jetzt überall kontaktiert, das wird einige Tage dauern. Also die Leute, die sich jetzt wundern, was jetzt da passiert ist, habt Geduld, das wird vielleicht 1, 2 oder 3 Wochen dauern. Ich hoffe, er meldet sich, er wollte auch alle Nachrichten durchgehen mit seinem Team. Das wird jetzt natürlich eine Weile dauern, weil ich denke, bei einigen 100.000 Leuten, die sich das Ganze angeguckt haben, wird es so viele Nachrichten gegeben haben. Und das dann immer alles rauszusourcen, was wichtig ist oder vielleicht eine Spende sein könnte oder so, das wird eine Weile dauern. Ja? Also von daher, habt Geduld, ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn er sich gar nicht bei mir meldet, dann finden wir irgendwie einen anderen Zweck dafür. Ich möchte es aber gerne an die Kinder weitergeben, weil es ging um die und es soll auch über ihn laufen, nicht, dass sich unten ein Schwippschwager von einer Tante dann meldet auf Instagram. Also versucht es gar nicht, das wird über ihn laufen, denn nur er wird es dann auch an die Kinder, denke ich, auch weitergeben. Also dem vertraue ich jetzt wirklich nach den ganzen Geschichten, die er jetzt auch ins Rollen gebracht hat. Also ganz großes Lob nochmal. Ich bin auch ganz klar auf der Seite von Icke Hüftgold. Sat.1 hat er einiges versucht. Da werden wir mal ganz kurz auch drauf eingehen, bevor wir ja als Einleitung jetzt auch nochmal die ersten Takes von ihm, von der Insta-Story zeigen, damit ihr erstmal im Bilde seid, was jetzt erstmal so abgelaufen ist. Und dann zeige ich euch, wie Sat.1 reagiert hat und gehe mit euch das Statement durch. Denn das hat es wirklich in sich und das ist wirklich lächerlich und auch eklig von Sat.1. So, ihr Lieben, ich melde mich auch mal von meinem Privatprofil, weil das Thema an sich eigentlich auch zu mir als Privatmensch viel, viel besser passt als zu einer Satire-Kunstfigur, die am Ballermann ihr Unwesen getrieben hat über viele Jahre. Und ich habe mich aber bewusst für die Plattform Icke Hüftgold entschieden, weil ich glaube, dass man, wenn man Reichweiten hat, diese gerade für solche großen Themen auch einsetzen sollte. Und deshalb bin ich von der anderen Plattform rausgegangen. Wir haben das lange mit meinem Team hin und her diskutiert. Ich habe mir auch Leute aus der Medienwelt zu Rate gezogen, weil ich total unsicher war. Ich weiß jetzt, dass es der richtige Weg war und ich hoffe auch, dass man mich als Privatmann auf meiner Satire-Seite wahrnimmt und bedanke mich über den riesengroßen Zuspruch, den ich hier erfahren habe. So, und dieser Zuspruch, ein bisschen eitel bin ich auch, dieser Zuspruch, den fühlt natürlich auch die Familie, von der ich gerade komme. Und ich habe eine sehr, sehr gelöste, sehr zufriedene und glückliche Familie angetroffen. Ich habe sehr viele Gespräche geführt, auch mit der zuständigen Familienhilfe. Ich kann jetzt mit ganz, ganz, ganz klarer Gewissheit sagen, dass die Mutter, die ja auch in den Chats leider vorverurteilt wird, die Entscheidung in ganz enger Absprache getroffen hat und dreimal, faktisch gesehen dreimal, überredet hat, wurde nach einer Absage. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern zutrauen kann. Sie wurde dann zum Dreh mehrfach überredet und das hat eigentlich auch... Denn was hat diese Mama gewollt? Diese Familie lebt nun mal in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen und diese Mutter und dieser Stiefpapa können ihren Kindern nichts bieten, keinen Urlaub, nichts. Und es war ein ganz normales menschliches Verhalten, sich auf ein Format zu bewerben, wo man vielleicht mal eine Woche rauskommt, wo man vielleicht auch ein paar Euros bekommt. Und wir reden hier von lächerlichen 1500 Euro Gage. Wenn man das durch die Kinder teilt, dann ist das Wohl des Kindes in diesem Fall keine 400 Euro wert und darauf möchte ich hinweisen und ich möchte, dass ihr da draußen diese Familie jetzt mitschützt und alle anderen Familien da draußen, denen es ähnlich passiert, mitschützt. Das kann man mit der Öffentlichkeit, das
kann man mit der Öffentlichkeit, so wie ich das jetzt gerade mache, das kann man aber auch im privaten Umfeld, das kann man im beruflichen Umfeld. Und unabhängig, wer da jetzt die Fehler gemacht hat an der Aufarbeitung, sind wir natürlich dran. Und ich rede bewusst von wir, weil es hat sich eine Armee gegründet im Netz. Und diese Armee, die sollte jetzt einfach auch weiter marschieren, sachlich, reflektiert, auch selbst reflektiert. Auch ich habe viele Fehler gemacht in der Art und Weise, wie ich in den letzten Jahren kommuniziert habe. Habe trotzdem immer versucht, fair zu bleiben. Das sollten wir uns alle auf die Fahne schreiben. Und dann können wir aus diesem Desaster, und das ist ein absolutes Desaster in der Medienwelt, dann auch die richtigen Lehren ziehen und diese dann auch umsetzen. So, und heute Abend werde ich dann nochmal Fakten auf den Tisch legen. Ich bin immer noch am Sammeln, ich bin schockiert über die Flut an Informationen, die uns erreichen in Sachen Kindeswohl mit Fernsehproduktionsfirmen und besagtem Sender, aber auch ganz anderen Dingen. Und ich glaube, da gilt es jetzt generell aufzuarbeiten. Ich arbeite für mich auf, wir arbeiten mit meiner Firma, meiner Familie, sind alle involviert auf, und wir werden das nüchtern und sachlich machen, und in der Hoffnung, dass sich da viele, viele anschließen jetzt. Und auch die Sender selbst, auch die betroffenen Sender selbst, dort arbeiten auch nur Menschen, da sind Fehler gemacht worden, die jetzt auch bereut werden, das weiß ich. Aber auch die Leute, die es skrupellos gemacht haben, die müssen halt einfach aussortiert werden. Das muss jetzt passieren. Unfassbar, was sich da jetzt schon wieder alles ereignet hat. Und ich finde es gut, dass ihr an der ganzen Geschichte dranbleibt und uns auch alle Belege dafür jetzt liefert. Denn Sat.1 benimmt sich absolut ekelhaft. Die stellen jetzt Icke Hüftgold als Lügner dar. Und das ist absolut uncool von Sat.1 und nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber ich gehe mit euch jetzt mal das neueste Statement von Sat.1 durch. Wir wollen ja auch alle Seiten hier ja aufzeigen. Und mich hat das sehr sauer gemacht. Ihr könnt eure Meinung ja mal sachlich unten reinschreiben. Ansonsten trage ich immer vor, Statement. Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv den letzten plötzlich arm, plötzlich reich Dreh aufgearbeitet. Klares Fazit, wir waren nicht sorgfältig genug bei der Auswahl der Familie. Es gab Fehleinschätzungen, die so nicht passieren durften. Dafür entschuldigen wir uns aufrichtig bei der Familie. Wir werden unsere Abläufe verbessern, damit so etwas nie wieder passiert. Wir bedauern zudem, dass Icke Hüftgold mit seinen Äußerungen die Familie ungefragt in die Öffentlichkeit gebracht hat. Wir hatten uns mit ihm gemeinsam darauf verständigt, insbesondere die Kinder zu schützen. Dazu gehört auch, Privates privat zu lassen. Sat.1 und Imago TV stehen mit der Familie im Austausch. Wir werden die Mutter und ihre Kinder in den nächsten Wochen und Monaten menschlich, psychologisch und finanziell unterstützen. Wow, die finanzielle Unterstützung war ja auch bei den Dreharbeiten äußerst krass. Ja, da war ja von 1.500 Euro auch die Rede auf 4 Kinder. Ja, ist das jetzt nicht so viel, gerade wenn man auch überlegt, wie lange diese ganzen Formate auch im Internet kursieren. Also da kann man auch ein Leben mit zerstören. Und so eklig jetzt gegen Icke Hüftgold vorzugehen, der ja die Familie die ganze Zeit versucht zu schützen und den Dreh abgebrochen hat und jetzt auch die Chats leakt, die auch klar beweisen, wie Sat.1 die Leute auch in den Bann zieht, beziehungsweise auch noch bezirzt und sagt, Mensch, wollt ihr euch das nicht vielleicht überlegen, und wir haben da auch eine Möglichkeit, komm, wir telefonieren doch jetzt nochmal miteinander. Ja, haltet euch fest, denn jetzt gibt es die Chats, und die haben es in sich, und das ist nur ein kleiner Teil. Und es wird noch die Woche, glaube ich, richtig knallen. Ich bin sehr gespannt, Oliver Pocher möchte auch noch mal was dazu sagen, also es wird noch ganz großes Thema. Ich bin natürlich gespannt, aber lass jetzt erstmal Icke Hüftgold reden und euch die Chats auch zeigen. So, hallo, wie heute Nachmittag angekündigt, werde ich mich jetzt zu den falschen Tatsachenbehauptungen von Imago TV und Sat.1 wären, indem ich jetzt Chatverläufe öffne, in ganz enger Absprache mit der Familie, mit der Mutter. Und das, was ihr jetzt lest, ist die ganz klare Beweisführung dafür, dass die Mutter
nach ihrer Bewerbung Zweifel bekommen hat, das Format dreimal abgesagt hat und dreimal wieder dazu überredet wurde, doch teilzunehmen, obwohl sowohl Imago als auch Sat.1 wussten, dass die Kinder traumatisiert sind. Im Anschluss seht ihr ja, das ist die Spitze des Eisbergs und Imago TV hat heute damit begonnen, Familien, die vorher teilgenommen haben, anzurufen. Auch diese Familien haben sich bei mir gemeldet. Hab jetzt noch mehr Informationen, bin jetzt noch nachdenklicher und bin sehr, sehr gespannt, wie diese Sache ausgeht für die Verantwortlichen oder die, die dieses Format zu verantworten haben. So, zudem hat Frau Andrea Schönhuber bei der Seite dwdl.de, eine Medienseite, die Aussage gemacht. Herr Distel bezieht sich hier auf Aussagen unseres Aufnahmeleiters vor Ort, der diese Aussagen bestreitet. Also es wird bestritten, was ich behauptet habe, dass diese Dinge in meiner Wohnung passiert sind oder Teile dieser Dinge. Es gibt zum Glück bei Imago TV anständige Mitarbeiter. Ich habe komplett Informationen aus der Redaktion, redaktionelle Inhalte. Ich habe Festplatteninhalte. Ich werde diese Inhalte jetzt erstmal bei mir behalten. Ich erwarte eine ganz, 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 ganz klare öffentliche Entschuldigung von Imago, weil ich euch mit Zeugen, mit Beweisen, mit Schriftstücken definitiv zerlegen werde. Ich lasse mich nicht in der Öffentlichkeit als Lügner beschimpfen. Genauso konsequent, wie ich das Thema Imago TV angehe, werde ich auch das Thema Sat.1 angehen. Sat.1 war in der Vergangenheit ein Sender, mit dem ich gerne, oft und auch erfolgreich zusammengearbeitet habe. Dieser Sender schafft es nicht, Stellung zu beziehen, Eier zu zeigen und Fehler einzugestehen. Ich habe Beweise, ich habe wirklich Beweise dafür, dass Sat.1 über die Tatsache, dass die Kinder traumatisiert waren und sind, Bescheid wusste. Auch dort gibt es anständige Mitarbeiter, die mir Informationen zugespielt haben. Ich hoffe jetzt auf eine lückenlose, auf eine ganz klare Aufklärung dieser Angelegenheit und werde die nächsten Tage ganz genau beobachten, was da draußen passiert. Ja, ich möchte den Tag, der sehr ereignisreich war, trotzdem mit ganz vielen positiven Dingen beenden, also mit einem unfassbar positiven Gefühl, was ich von euch da draußen bekommen habe. Ich merke an jeder Phase meines Körpers, dass der richtige Weg ist und dass ich ganz, ganz viele Menschen da draußen bewegen konnte, ihre Sorgen mit mir und mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und da zählt jeder Einzelne und wir sind heute mit unserem Team überwältigt worden von den Hilfsangeboten für die Familie, aber auch generell für dieses Thema. Ich hoffe, wir werden dieses Thema lange durch die Gesellschaft tragen, dass es auch nachhaltig bleibt. Ich werde am Wochenende dann nochmal explizit erzählen, in einem längeren Statement, was alles passiert ist. Ich wünsche meines Erachtens wehrt sich Icke Hüftgold absolut zu Recht und es ist auch sehr wichtig, dass er jetzt was macht, denn anscheinend ist die Dunkelziffer wesentlich höher, denn es haben sich ja jetzt sogar auch andere Familien bei ihm gemeldet, dass das bei denen auch nicht so ganz koscher war. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass jetzt Sat.1 auch mal ein Strick gedreht wird. Denn die behandeln sowohl die YouTuber, die berichten, absolut scheiße. Also die möchten eigentlich immer alles unter möglichst klein halten, sagen wir mal so. Und Hauptsache die Quote stimmt und die Werbegelder fließen. Aber dass dann die Leute drüber berichten auf YouTube, das ist nicht gern gesehen. Das macht RTL wesentlich besser. Da muss man RTL wirklich loben. Die haben auch nie ein Video bislang, Gott sei Dank, gelöscht von mir, wenn ich irgendwas kritisiert habe.
Ich durfte auch immer die Materialien verwenden. Das ist bei Sat.1 nicht so gern gesehen. Und ich finde es generell schon ziemlich schwierig, wie die sich jetzt auch artikuliert haben gegenüber Icke Hüftgold. Anstatt wirklich den klaren Fehler bei sich zu sehen und vielleicht auch die Produktionsfirma ja ein bisschen mehr an die Mangel zu nehmen, wird sich da auch ganz klar immer vorgestellt. Und das kam bei Sat.1 jetzt schon des Öfteren vor mit den Statements. Und das finde ich eine eklige Nummer. Fazit des Ganzen, ich bin ganz klar auf der Seite von Icke Hüftgold. Ich denke, das hat man in den letzten Videos auch gemerkt. Ich bin wirklich sehr enttäuscht darüber, wie sich Sat.1 und auch die Produktionsfirma Imago TV ja benommen hat und wie generell auch jetzt gegen Icke Hüftgold vorgegangen wird. Die wurden jetzt ganz klar gebastelt dabei, wie die halt auch die Menschen in den ganzen Formaten ja auch benutzt haben und dass das auch kein Einzelfall ist und nicht nur dieses Format. Da hat auch Massengeschmack TV schon über Jahre drüber berichtet und auch ich habe in den letzten Jahren immer mal Videos rausgehauen. Also geht mal ein bisschen durchs Internet, recherchiert, was da so abgegangen ist und ja, das ist dann schon sehr, sehr daneben. Ich sage nur Schwer verliebt und solche Formate. Da ist RTL jetzt auch nicht unbedingt besser, ja, ganz klar. Aber es ist schon krass, wie sie jetzt auch gerade bei Sat.1 die Leute vorgeführt haben und das jetzt versuchen nochmal unterm Teppich zu kehren, damit die nächste Show natürlich auch wieder gut läuft. Das Schlimme ist, sowas läuft halt gut. Wir gucken uns das gerne an. Da müssen wir uns auch ein bisschen selbst vielleicht kritisieren. Ich auch, ja, ich liebe Trash, ich liebe darüber zu berichten. Es ist irgendwie jetzt auch mein Job geworden, ja, aber es ist trotzdem irgendwie falsch schwierig, wenn man dann halt auf den Wohle der Kinder und auf dem Nacken der Kinder da irgendwelche Formate dreht. Dann sollten dann wirklich dann nur Erwachsene mitmachen dürfen und die Kinder sollten besser geschützt werden in Zukunft. Das ist zumindest meine Meinung. Ich bleibe an der ganzen Geschichte dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.